Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Die Shaunaret, die in der Definite Edition. Wir haben ja letztes Mal im Galvins Büro die Eingeweiden geholt für die Lumpengräfin. Jetzt machen wir. Lass uns den kleinen Dreckskerl finden. Friss mein Stahl! Frisch meinen. Okay, halt. Jetzt war's. Optional nutze die Bottle Street Gassen, um die Lichtwände zu umgehen. Überwinde die zweite Lichtwinde, Emily. Das ist meine Hauptpriorität. Gifte das gefälschte Elixier der Bottle Street Gang mit der Seuche. Oder Whisky destilliere. Soll ich das aber dann da machen? Muss ich da die ganze Gang dann durchschnetzeln? Bleiben jetzt da, wir machen jetzt die Hauptmission. Escurio. Ah, da ist der Griff. Immer Bolzen, ich brauche. Normale Ambrosch-Bolzen. Zur Wohnung des Kunsthändlers. Da will ich auch nicht hin. Das Ding dann irgendwie anschieben. Und aktiviert. Wonach sieht's denn aus? Kannst mich mal, Hayburn. Na los, wirf endlich die verdammte Ratte. Sucht überall. Aha. Hallo? Stirb jetzt. Radis haben wieder Hunger. Wir haben schon wieder keine Bolzen. Ist da noch irgendwo eine Rune? Ne, ist eine Rune. Weil doch 100% gerade eben Alarm schlagen, da eine. Aber das haben wir gekonnt verhindert. Die Rune. Ah, hier. Yes. Obral Medus. Wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil uns die Sachen komisch vorkamen, haben wir sie für die Aufseher Seite gelegt. Wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen wir sie zu dem Aufsehern. Die können sie dann zerstören und oder damit machen, was sie wollen. Vergessen sie es nicht. Wir müssten jetzt eigentlich ja drei Runen mittlerweile haben. Deaktiviere Sicherheitsvorrichtungen oder manipuliere sie so, dass sie dir nichts mehr anhaben können, indem du mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitet, also über das Kabelwerkzeug verbraucht. Manipuliere Lichtwände, Blitzpfeiler und Wachtürme wirken gegen deine Gegner statt gegen dich, während manipulierte Alarme vollständig deaktiviert sind.
Auch nice. Büro des Oberaufsehers. Oberaufseher Gamble. Erster Tagebuch vom Oberaufseher. Hallo Martin. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht. Corvo. Nimm die Granate aus der Hand. Aufseher Martin. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn... Wenn nett, bringe ich dich... wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können sie das zu ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Hound Pits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Ein Helfer. Mögen alle Geister sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie Schaden nehmen. Zu teleportieren in höhere gelegene. Ah. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein. Es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens. Ja, das steht sich. Auf einer Klausur passiert zwei Stück Dorf und da saß er. Verdammte Ratte. Was hat er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgeschlossen wird. Befolgen Sie die sieben Gebote. Und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. Ciao, wird gesucht. Ist da jemand? Stirb, du Spinner! Der entkommt uns nicht leben! Ja, ja, irgendjemand! Räubung, Brand. Eine Woche Whisky für dich! Au, wo kommst denn du her? Jemand wurde umgebracht! Wachen, zu mir! Na los, blute schon! Und jetzt auf einmal her. Shit, das war das Falsche. Wow. Wayland, Hauptmann Gurno und seine Gefolge werden heute Abend kommen. Sorgen Sie dafür, dass Sie die ohne Zwischenfälle passieren können. Das ist dann, was wir, glaube ich, retten müssen. Orvo Arno. So sahen wir mal aus. 30.000 Coins nur. Dafür zerlege ich aber ganz schön deine Leute. Dass ich nur 30.000 wert bin. Springmine. Eine Springmine haftet auf allen Oberflächen, indem du zunächst ziehst und dann linke Maustaste. Sie wird ausgelöst, wenn ein Gegner sich ihr nähert und schleudert eine Wolke von Schrapnellen von sich. Ah ja.
Gute alte Tretmine. Viele auf deine Art alternative Wege. Es gibt viele Wege durch deine Mission. Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um deine Ziele zu erreichen. Mal hier die Lage ein bisschen checken. Zu einer Freund von Schleichen. 1, 2. Nicht in der Bottle Street, wenn die Gerüchte stimmen. Weiter hinten. Kann ich die Granate richtig gut hinschmeißen, ne? Vielleicht sollten die auch. Was? Au, seit wann haben die Knarren? Das ist... Bei euch los, warum habt ihr Knarren auf einmal? Andere hatten keine Waffe. Schiss. Was, Rune oder Knochenartefakt in der Nähe? Oben. Oben und unten. Kloppe Leuten, ja genau. Werde ich gerade tun. Hat gut. Nur durch Wände sehen. Was soll's? Wir lassen keine da. Wenn's Verbündete gewesen wären, dann hätten wir. Wie komme ich runter? Irgendwer, bitte! Hilfe! Zu rufen. Ist mir zu gefährlich, weil die schreien dann wieder rum und dann haben wir das Problem, dass hier ein Haufen los ist. Darauf habe ich nicht wirklich Bock drauf. Dass da jetzt wieder die halbe Belegschaft da loslegt.
Ich kann nichts mehr. Sicht. Ja, was? Ich zu Campbell schieben. Yes. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort bei Ihnen. Zeit für einen Drink. Ich hoffe, Sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Was? Brandmarkungsanweisung? Amanda, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Verdammt! Jemand ist tot! Schluss mit den Spielchen! Komm raus! Ah! Keine Sorge, ich finde dich schon. Wo ist er jetzt? Hausch mir nicht ab. Nein. Definitiv. Nein. Gut, dass du da unten aufgemacht hast, Geheimzimmer. Ja, ruhig. Ein Copyright-Problem haben. Hat er noch sein... Ah, ja. Gamble, gamble, gamble. Dekorplatte, Rune, alles gib her. Eine. Zack, ey. Hat das sich so da unten ein kleines Vergnügungszimmer eingebaut? So, Schiffer Samuel. Daraus. Ziel gerettet. Hinterhof. Ah, nein. Ah, shit. Vielleicht kommen wir ja nochmal, ja. Ich denke mal, wir werden bestimmt nochmal zu der kommen. War das ohne... Das war dumm geplant von mir. Ziehe mich mal dahin.
dreht die Pumpe. Auf jeden Fall da rein. Bind mich erstmal. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich. Steh. Gib auf und zeig dich. Wir wissen beide, dass du ein Schwitz bist. Was draußen? Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Nein, das war die falsche Taste. Was ist das? Oh, wo kommen die jetzt her? Aus! Hey, es gibt Doggies auch. Werkstatt. So. Alles klauen, kann ich wieder zumachen. Gehen wir mal. Na, Bolzen. Das brauche. Bolzen. Ah, Granate, ist auch gut. Hat sich doch schon gelohnt, aber eigentlich will ich meine Rune, will ich. Ist ja doch schon wieder irgendwo meine Rune. Lagertür, Kurbelrad. Irgendwo hin. Aufseher, Spieluhr. Statt Ruhenschlüssel benötigt. Nett. Alte Musik, das ist gefährlich. Oh. Wo ist die Kurbel hin? Wo muss diese blöde Kurbel hin? Kleine Kurbel. Keine Ahnung. Wieder mit Hunden. Zu spät. Kann ich jetzt endlich mein... Noch ein Artefakt. Muss da noch irgendwo sein. Boah, ist ja da ganz hinten. Wie ich denn da hinkomme? Naja. Vielleicht kriegen wir ja das Knochenfragment noch. Und dann geht's ab.
zurück. Das sind alles nur Notizen. Du wolltest dich vor uns verbergen. Deinen Augen. Oh, shit. Ich dachte gerade, er steht nochmal auf. Aber er hat's fein gemacht, er ist einfach liegen geblieben. Guter Dude. Wo ist mein Knochenfragment? Shit. Bautzi, komm Bautzi. Habe ich jetzt gar keinen Bock. Mich verarschen. Muss ja irgendwie hier drin das sein. Alex. So. Jetzt. Let's go. Sind Sie es? Das ist jetzt etwas längere Folge, aber dafür haben wir die Mission endet. Daher alles easy, easy. Aber Leute, hier machen wir dann Pause. Bis zum nächsten Mal. Schaltet gerne wieder ein. Das heißt, von wo gegen der Rest der Welt. Ciao, ciao.